Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Und es geht finally in der Story weiter. Ich bin so gespannt wie ein kleiner Flitzebube. Deswegen gehen wir Schnellreise zum Gongara Flugplatz und gucken mal, wie es weitergeht. Na, ja, ich bin mal gespannt. So gespannt. Gongara Airs. Was? Starlp? Was steht da? Starlp? Keine Ahnung. Egal. Kann ich lesen. Ich lese Bücher auch immer falsch rum. Okay, soll ich... Achso, guck mal hier. Ich muss hier... Munition... Ist das eine Munitionskiste? Okay, drücken wir mal. Gebt ein Rauchzeichen und wir sind sofort bei euch. Bronco Airlines. Was? Hiermit? Hast du was gefunden? Wir müssen ein Rauchzeichen geben. Ein Rauchzeichen? Was denn? Kennt man sowas bei euch in Midgar etwa nicht? Andererseits überrascht mich das auch nicht wirklich. Hey! Dann lasst mal den Profi ran. Das raucht in 0, nichts. Da bin ich mal gespannt. Immer noch nichts? Dann habe ich wohl keine Wahl. Hey, komm her! Flugzeug! Schuh, 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 und schuh, und schuh! Juhu! Hat ja wirklich geklappt! Klar hat's das! Cool, oder? Hier drüben! Alter, auf dieser... Haha! dieser Landebahn, ey! Ganz fantastisch! Nein, das ist Hit! Das ist Hit! Na, wo darf's hingehen? Wir wollen nach Cosmo Canyon. Du sprichst ja. Ist das irgendein Trick? Na, hab auch schon ein seltsameres gesehen. Eins, zwei, drei. Ihr seid zu viele. Aber wenn ihr euch nett zusammenkuschelt... Das ist der Preis inklusive Gefahrenzulage. Sehr voll günstig. Ich habe derzeit kaum Kundschaft. Bis ihr das Geld habt, kann ich also hier warten. Also, eins finde ich sehr schade. Er hat nicht die Stimme wie aus dem Advent Children Film und wie in den Kingdom Hearts Spielen. Das ist wirklich super, super schade. An die habe ich mich so gewöhnt. Und für mich ist das die Sid-Stimme. Irgendwie passt die auch. Also wahrscheinlich werde ich die neue auch mögen. Es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, aber ja, schade finde ich trotzdem. Alle Mann an Bord! Setzt euch genau dahin, wo ich es euch sage. Muss alles gut ausbalanciert sein. Haltet euch ja gut fest. Wer rausfällt, hat Pech gehabt. Hey, Red! Inhaber von Bronco Airlines, Sid Highwind. Willkommen an Bord! Es gehört schon einiges dazu, sich freiwillig für meine Forschung zur Verfügung zu stellen. Daran erkennt man einen ausgezeichneten Soldaten.
Vorsicht, nicht zu sehr zappeln. Für Fehlschläge bin ich nicht verantwortlich. Dessen bin ich mir bewusst. Wie überaus kooperativ von dir. Als Belohnung bekommst du meine Sonderbehandlung. Ein Verfahren gemacht, um Helden zu schaffen. Oh. Früher hat dieser Prozess Jahre gedauert. Doch jetzt erzielen wir die gleichen Ergebnisse in gerade einmal 18 Stunden. Und all das verdanken wir natürlich ganz allein meinem Genie. Tag für Tag habe ich meine Forschungen vorangetrieben mit inspirierender Genialität. Obwohl, es hat auch Nachteile, den Prozess so zu beschleunigen. Und zugegebenermaßen kann nicht mal ich Perfektion noch verbessern. Da wird einfach so Darth Vader gemacht, ey. Cosmo Canyon. Boah, was? Ich darf selber fliegen. Was ist? Ich dachte, vielleicht wird mit den Flugzeugen nicht schlecht, aber... Hey, wehe, du kommst mir auf die Sitze. Hey, Sid. Was? Was machen wir eigentlich, falls Shinra uns hier oben erwischt, hä? Hört den jetzt der Himmel, oder was? Shinra kann mich mal gepflegt am Arsch lecken. Das gefällt mir. Wir beide werden uns gut verstehen. Wir sollten ganz in der Nähe sein. Sind wir. Setze zur Landung an. Können wir eigentlich jetzt St. Sint wieder zurück in die Graslandregion? Das wäre ja episch geil. Dann kann ich endlich die Kacke fertig machen. Kapitel 10, der Hüter des Tals. Da wären wir. Hab euch so weit gebracht, wie ich konnte. Ich hoffe, ihr seid gut zu Fuß. Anders geht's nämlich nicht weiter. Und wie können wir dich in Zukunft erreichen? Ah, mit Rauchzeichen. Alles, was ich brauche, ist eine Landebahn. Es war mir ein Vergnügen! Heißt das etwa, wir können jetzt jederzeit mit ihm Schnellreise machen? Wenn ja, wäre das so geil. Ich führe euch zum Tal. Ja gut, Red. Tiny Bronco, du kannst nun die Tiny Bronco, ein Amphibienflugzeug von Bronco Airlines, benutzen. Die Tiny Bronco lässt sich mit Hilfe der Teleboxen rufen, die an den verschiedenen Flugplätzen zu finden sind. Das Flugzeug bringt dich schnell von einem Ort zu einem anderen, allerdings nur, wenn du das nötige Kleingeld dabei hast. Der erste Flug kostet dich 1000 Gilfe, alle weiteren Flüge sind nur noch 300. S-Bahn Neobarmut, oh nice. Wurde hinzugefügt? Wie jetzt wurde hinzugefügt? Bin ich jetzt doof oder habe ich das gerade falsch irgendwie gecheckt? Bin ich dumm? Okay, ich bin dumm. Ich habe ihn nicht so bekommen. Okay, okay. Dann will ich einer Sache noch auf den Grund gehen. Und zwar wurde mir gesagt oder geschrieben, dass wenn ich etwas Bestimmtes mache,
Also hier vom lieben Jack Schmidt. Er hat mir geschrieben, dass wenn ich tiefer eine längere Zeit angucke. Geh mal weg, Barrett. Sonst denkt sie noch, ich guck dich an. Nicht umdrehen, tiefer. Ja, genau, guck mich an. Wenn ich tiefer eine längere Zeit anschaue und dann in den Kameramodus wechsle und sie dann fotografiere, dass ich dann eventuell vielleicht einen Bonus bekomme. Boah, ich habe Angst, es auszuprobieren. Nicht, dass es nach hinten losgeht. Deswegen werden wir mal ganz kurz... Wenn wir mal ganz kurz speichern, jetzt seht ihr gleich meine ganzen Spielstände von gefühlt jeden Tag einem. Ich überschreibe manchmal welche. Ich mache jetzt mal aber 9. So, wir schauen jetzt weiter tiefer an. Oh, okay, die guckt halt direkt zu mir dann. Ja, okay, Barrett guckt aber auch. Okay, dann holen wir jetzt mal... Ups, das war das Falsche. Dann holen wir jetzt mal die Kamera raus. Warte mal, wie kann ich denn zoomen so? Mann, Cloud, du bist im Weg. Okay, aber wir können zumindest... So. Ich weiß nicht, ob das so gilt. Ah. Anscheinend nicht. Schade. Wäre aber schon cool, wenn es geklappt hätte. Weil ich meine, anders kann ich den Fotomodus ja nicht starten. Ich kann ja jetzt nicht so die Kamera rausholen. Naja. Was haben wir denn hier? Cosmo Canyon. Da hinten sind Items, die wir haben. Oh, natürlich sind hier auch Hasen. Das heißt, wir müssen hier irgendwann mal mit dem Chocobo hin. Alter, es ist schon... Ist schon eine fancy Aussicht. Bin ich ganz ehrlich. Sieht schon geil aus. Okay, gut. Wir laufen jetzt mal Sid. Laufen jetzt mal Red hinterher. Wo ist der überhaupt hin? Der ist jetzt alleine vorgerannt. Ich glaube, wir müssen schon da lang, ne? Hier gibt's 1, 2, 3, 4, 5. Was ist denn das? 5. 6. 6 Teile. Da bin ich mal gespannt, ob das hier auch so nervig wird, aber ich schätze nicht allein, weil hier schon die Fläche viel größer ist. Oh, geil, Mann. Endlich weiter in der Story. Ich hab so Bock. Was more can you in this way? Und jetzt da links. Vielleicht rennen wir auf dem Weg bei ein paar Türmchen vorbei. Das wäre natürlich auch nice. Oh, Viecher. Und Pinguin. Das sind Wüstenpinguine oder was? Okay, wir haben's geschafft! Nee, wir werden vorher ankommen. Ah, nee, aber da ist ein Turm. Oh, den können wir dann schon mal snacken. Oh, krass, ey. Wüstenschaden. Ah, boah. Die haben mal gut aufs Maul gekriegt. Also die in der Kanalisation im Remake, die haben deutlich mehr ausgehalten. Hoppala. Da fällt mir gerade ein, ich habe die Waffe von Barrett noch nicht gewechselt. So, du kriegst mal deine Fafnir. Gott, so muss ich schon wieder so viel einstellen. Feuerstoß, Limitschaden, so. Haben wir hier noch irgendwas übrig? Hier unten, Autowaffenfertigkeit, bam. Passt schon. Okay, let's go, weiter. Umsehen kann ich mich ja später immer noch. Ist das ein Tipi oder? Diam. Schau mal, da ist sogar eine Chocobo Ranch. Oh, die sind ja blau. Oder türkis. Ja, nice. Aber erstmal hoch zum Funkturm. Der ist schon so präsent hier, dass man den natürlich als erstes anscheinend holen soll. Also ganz nebenbei, dass da auch steht, der erste Turm. Aber gut, dann machen wir das doch mal. Gott, ich habe jetzt schon keinen Bock auf das nächste Mokri-Spiel. Oh je.
So, her mit den Daten. Oh, Chadley ist auch schon da. Was ist denn das? Müssen wir etwa einen Chocobo einfangen? Amarias Farm. Ist das ein Chocobo? Fangversuch, tatsächlich. Wir müssen einen Chocobo fangen. Aber wenn mir das jetzt schon angezeigt wird, das heißt aber nicht, dass ich den jetzt schon machen muss, oder? Nicht, dass ich erst das machen muss, damit ich weiterkomme. Ah, von mir aus können wir das auch direkt machen. Wenn ich es natürlich hinbekomme. Wahrscheinlich komme ich da noch nicht mal hin, wo der ist. Was ist eigentlich da hinten? Sieht so aus, als gäbe es da irgendwas. Ah, guck mal. Aber unser kleiner Freund ist... Ach, guck mal. Oh, der ist braun. Ist der Erste, der eine andere Farbe hat. Aber schau, wir waren vor dir da. Hehe. Wird trotzdem die goldene Feder. Da freut er sich. Ist das eine verwelkte Pflanze oder was? Ganz viele Viecher. Ich laufe erstmal hier links. Weil wenn ich schon da bin, dann nehme ich auch gleich alles Mögliche mit. Ich glaube... Ach schau, da ist sogar schon die Eule. Yeah, geil. Dann haben wir die erste Analyse schon. Gerade hier, warum denn nicht? Nur weil Wüste und so ist, heißt ja nicht, dass hier alles Kacke ist. So, dann Analyse. Ja, mit den Informationen. Boom. 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 Achso, und das mit dem Foto machen bei Tifa, vielleicht habe ich es auch falsch gemacht. Welle in der Schlucht. Also, falls es irgendwie anders gemacht werden muss, dann gerne Bescheid geben. Das Ökosystem der Kosmoregion. Nice. Okay, dann schauen wir mal, ob wir den Chocobo irgendwie uns fangen können. Für uns zähmen, für uns gefügig machen, wie auch immer. Oh, der ist aber nicht... Ah doch, da hinten ist er. Boah, wie soll man denn hier anfangen? Ich habe hier Chocobo-Spuren gefunden. Ach, was du nicht sagst. Sind hier wieder Steine? Kann auch irgendwie nicht rollen gerade. Ach so, ich muss sowieso erstmal dahin. Okay. Apony! Kann ich das schieben, oder was? Ja, es wird ja so nicht klappen. Der guckt ja. Oder muss ich warten? Ach, er muss immer Step by Step machen, oder wie jetzt? Boah, das wird ja 100 Jahre dauern. Das wird wirklich ewig dauern, oder nicht? Also gut, der, so wie es aussieht, guckt er sehr lange weg. Ja, wann guckst du denn wieder zurück? Lass mich endlich schieben. Jetzt, ja, dankeschön. Ja, okay, also wir müssen nur kurz warten, dann können wir einmal durchdrücken, glaube ich. Dann machen wir das schon mal. So, ich glaube, den hinteren, den haben wir jetzt quasi schon ausgeschaltet. Kontrollpunkt. So, was mache ich jetzt? Stein habe ich nicht. Ist hier irgendwo ein Stein? Ich glaube auch nicht, dass der jetzt einfach wegguckt. Rollen, bewegen. Ja, Kollege, ach, das schaut schon, aber nicht so, wie ich es gerne hätte. Wow, wow, okay, entspann dich mal, der guckt ja sofort wieder zurück.
Aber eigentlich kann ich ja noch schieben ein bisschen. Aber halt nicht sehr weit. Tja. Muss ich vielleicht von vorne ziehen, wenn er wegguckt? Nee, das ist doch Quatsch. Oder vielleicht, wenn er umdreht, so. Nein, du hast mich nicht gesehen. Er guckt immer noch. Aber er ist nicht 100%. Oh, geil. Okay, Weiche umstellen, um Strecke zu ändern. So, okay. Oh, scheiße. Ich hab, glaube ich, zu weit geschoben, oder? Fuck. Kann die Weiche nicht umstellen, so. Außer er guckt natürlich weg. Will ich mit festhalten. Natürlich. Ja, ich kann nichts machen. Nein. Ja, komm, Alter, weil er jetzt erstmal 5 Minuten da warten muss, bis ich mich bewegen kann. Was ist das denn für eine Scheiße, Junge? Wiederholen. Aber nicht komplett, oder? Ich hatte doch so ein Checkpoint vom letzten Checkpoint. Oh Mann. Naja, gut, dann nochmal. Jetzt aber schnell. Nein, 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 nein. Ha, nur ganz kurz gesehen. Zählt nicht. Ist nicht mehr besonders wachsam. Ja, ja. Mal, aber ich kann doch eigentlich auch schon hier. Oh, Cloud, du musst halt nicht immer komplett in Deckung bleiben. Das dauert halt echt viel zu lang. Und dann schaue ich das an. Jetzt entspannt er erstmal 3 Minuten, bevor ich mich bewegen darf. Und jetzt darf ich mich bewegen. Junge, Junge, Junge. So, und wann bist du im Standby-Modus? Geh mal schlafen jetzt. Bei dem muss ich wahrscheinlich genau dasselbe machen. Von der einen Seite... Oh, entspann dich. Von der einen Seite schieben, bis er wegguckt. Und dann zur hinteren Seite, oder? So, jetzt ist der hintere auch schlafen gegangen. Kontrollpunkt, perfekt. Okay, Chocobo, sei mal so nett und dreh dich wieder weg. Das ist super nett. Eieieiei. Weiß halt nicht, wie weit ich jetzt hier vor kann. Dass er mich offiziell nicht mehr sehen kann. Ich halte mal hier kurz an. Um die Lage zu checken. Was? Alter! Okay, aber anscheinend kann ich noch viel weiter so. Ach du Kacke! Okay. Okay, jetzt ist der andere Chocobo im Schlafmodus. Kommt denn die Kiste? Okay, hier, so. Oh mein Gott. Okay, ich muss auf jeden Fall erst... Gott, bitte dreh dich nicht um. Muss ich erstmal den da vorschieben. Die Weichen zu stellen. Gott, das ist aber... Weil er nicht weit genug. Geht das so überhaupt? Probieren wir mal aus. Nicht, dass das Ding jetzt wegfährt. Perfekt. Das geht auf jeden Fall nicht. Ja, aber da liegen Sachen. Ich dachte, das wären einfach nur irgendwelche Sammelgegenstände. Aber nö, das ist anscheinend irgendwas anderes. Den ich wahrscheinlich die Weiche umhauen kann, oder? Aber nee, es geht ja gar nicht von der Seite. Vielleicht Chocobo ablenken?
Okay, so, ich bin drauf. Steine. Okay, einmal alle zielen. Ja, ich glaube, auf die Weiche kann ich es nicht werfen. Ich schmeiß einfach mal, keine Ahnung, irgendwo hin. Achso, so lange habe ich Zeit. Oh. Okay, cool. Da ist eine Zeitangabe. Perfekt. Hey, super. Ich glaube, ich werde noch mehr brauchen. Jetzt dreht er gleich wieder um und ich weiß nicht, was seine Guckrichtung ist. Ja, was ist denn deine Guckrichtung? Zeig mal. Oder, ja, wobei, doch, da kann ich entspannt vorbei. Außer der guckt jetzt auf einmal nach rechts. Das wäre natürlich jetzt komplett kacke. Yeah, jetzt ist er in Schlafmodus. Hallo Chocobo, es geht. Da, und du musst dich bitte auch einmal umdrehen, aber ich glaube, bei dem wird es nicht so einfach sein. Okay, perfekt. Ja, wobei, der guckt anscheinend genauso lang weg. Ja, geil, ich glaube, ich habe es jetzt so ziemlich geschafft. Alter, einfach ein türkisblauer Chocobo. Jetzt muss er natürlich wahrscheinlich auch einmal umdrehen. Boah, der hat aber kurz. Ah, hab dich. Geilo, wir haben Chocobo. Fein. Zwei goldene Federn erhalten und ab, Pody. Du hast wohl einen Besitzer. Ist das ein Chocobo, das fliegen kann? Fangversuch, Flug-Chocobo in der Kosmo-Region. Tatsächlich, das ist ein Flug-Chocobo. Flugchokos sind in den Schluchten von Cosmo Canyon aufgewachsen und daher daran gewöhnt, große Distanzen im Gleitflug zu überwinden. An den Startpunkten der verschiedenen Choco-Flugparcours wird das Symbol eingeblendet. Von hier aus kannst du abheben. Um die Gleithöhe und Länge zu beeinflussen, kannst du einen Strömungsgenerator nutzen. Er erzeugt neue Luftströmungen und lässt dich an noch entlegene Orte gelangen. Ja, nice, Alter. Ach, die bleiben jetzt hier, oder was? Sonst sind die doch immer einfach despawned. Sau cool. So, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal weiter zum Cosmo Canyon hinauf. Denn eigentlich ging es ja darum und nicht um Chocobo zu fangen. Hier, oh mein Gott. Boah. Ach du Scheiße. Ist ja geil. Ja, aber das machen wir nicht jetzt. Wir machen jetzt erstmal hier Le Cosmo Le Canyon. Ja, anscheinend sollen wir da rein. Sag mal, ich hätte da eine Frage. Ihr sagt die ganze Zeit, dass Sephiroth der Feind ist. Wenn es also wahr ist, dass der Held Sephiroth damals nicht gestorben ist, was ist dann sein Ziel? Den Planeten zu beschützen. Hä? Und wieso ist er dann unser Feind? Weil es ihm egal ist, was dabei mit der Menschheit passiert. Solange er bekommt, was er will. Ah, ich verstehe. Das ist eine sehr fehlgeleitete Sicht. Was wäre der Planet ohne die Menschen? Wir sollten aber nicht vergessen, dass es noch einen anderen Feind gibt. Einen, der den Planeten die Lebenskraft entzieht und uns fortwährend Steine in den Weg legt. Genau, ich meine Shinra. Um es mit Shinra aufzunehmen, werden wir dich und deine Kontakte brauchen. Aber wehe, du hintergehst uns. Dann knuddel und wuddel ich dich, bis dir die Luft wegbleibt. Das gefällt mir nicht. Hm.
Oh Mann. So, ja, die letzten Meter. Oh lol, Red war ja schon hier die ganze Zeit. Ich habe mich schon gefragt, wo ist der eigentlich? Cosmo Canyon. Dann erfahren wir auch endlich, dass Red nicht Red heißt, sondern Nanaki. Wobei, ich weiß gar nicht, ob wir das sofort erfahren. Beziehungsweise, ich weiß es schon, aber ich weiß nicht mehr, ob es direkt sofort war. Feierabend! Schreib mir nicht ins Ohr. Überall liegen Sachen rum. Ey, und überall sind diese Viecher, ey. Oh, daneben, perfekt. Okay, easy. Okay, aber jetzt haben wir es doch bald, oder? Die 5 Millionen Treppen da noch hoch und dann... haben wir es noch nicht. Da sind noch mehr Treppen. Kann ich die umgehen? Bitte, bitte? Ja, super. Oh mein Gott. Das dort ist Cosmo Canyon. Meine wunderschöne Heimat. Das haut einen ja echt um. Ich kann die Planetenkunde schon meinen Namen rufen hören. Dann folgen wir dem Ruf mal. Schon geil, wie die das umgesetzt haben, bin ich ehrlich. Das sieht... Oh, da oben ist ein Baum. Hey, gab's den da? Ich weiß es nicht mehr. Habe keine Ahnung mehr, ob's den damals auch schon gab. Muss es einfach mal erneut spielen. Ich weiß noch nicht wann. Und da sind wir schon. Rennen wir mal entspannt rüber. Cosmo Canyon. Ah, bin wieder da. Na, habt ihr mich denn auch alle vermisst? Nanaki. Oh. Wir haben uns ja solche Sorgen um dich gemacht. Es geht dir gut. Was für ein Glück. Pass auf. Na, dann geh am besten gleich mal zu Meister Bogenhagen. Oh. Seine Stimme war ganz anders. Diese Leute haben mir hierher zurückgeholfen. Ihr könnt sie also ohne Sorge durchlassen. Was war das denn gerade? Na, habt ihr mich denn auch alle vermisst? Ist der nicht niedlich? Entschuldigt, kleine Formalität. Die hier hat dein Luftschiff heute Morgen verteilt. Das sind wohl die Verantwortlichen für die Reaktorexplosionen in Midgar. Aber ihr scheint mit der ganzen Sache nichts zu tun zu haben. Und Nanaki vertraut euch. Ihr dürft also rein. Huh? Willkommen im Cosmo Canyon, dem Zentrum der Planetenkunde. Geilo. Damit wohl bezwecken? Bestimmt wollen sie uns verwirren. Alter, wie episch die Musik einfach jetzt ist. Oh, ich habe gerade voll Gänsehaut bekommen. Boah, ich habe gerade so Gänsehaut. Boah, ist das geil. So, und eine Sache werden wir jetzt machen, denn auch wurde gesagt, ich soll mal die Noten hier spielen.
Und ich bin sehr gespannt, was das für Noten sind. Two legs, nothing to it. Hä, was ist das für ein Lied? Ich habe gerade keine Ahnung, was das für ein Lied sein soll. Vielleicht kenne ich den Titel nicht, aber den Sound, ich bin echt neugierig. Ich werde wahrscheinlich wieder richtig schön verkacken. Aber ich mach's wieder auf zweiter Stufe, weil es soll ja auch irgendwie interessant sein. Ich halte mal jetzt die Klappe. Oh, lol, die Musik, ja geil. Oh Gott. Mein Gott, ey. Sind mir zu viele auf links und rechts. Also ganz am Anfang war ich hin und wieder richtig kacke, aber dann ging's ja eigentlich. Ah, trotzdem, Alter, das ist echt schwer, Mann, ey. Und ich spiel's auf der zweiten Stufe vom Tempo, Mann. Es ist wirklich belastend. Achso, wie ach, hier vorführen wir ihn. Übrigens, keine Sorge, ich weiß, das sind schon wieder 38 Minuten, aber wir machen noch ein bisschen mehr, denn ich hab Bock auf Story, Mann. Ich hab keinen Bock, jetzt noch einen Tag zu warten. Ich will ein bisschen Story erleben, Leute. Und ihr wahrscheinlich auch. Aber nice. Also das Lied, das gefällt mir sehr gut. Ich weiß gerade nicht, wo ich das nochmal von früher zuordnen kann. Da bräuchte ich, glaube ich, nochmal einen kleinen Schubs. Aber auf jeden Fall kenne ich das. Das ist ein richtig geiler Track. Aber ich glaube, das kam in Midgar vor, das Lied, oder nicht? Oder verwechsel ich das gerade? Nee, weiß ich gerade nicht. Achso, ich muss mit dem Typen quatschen. Ah, ihr müsst Nanakis Freunde sein. Er wollte zur Sternwarte, falls ihr ihn sucht. Okay. Ich muss jetzt zu Fuß laufen. Kommen wir denn zur Sternwarte? Ich glaube, früher war das so, dass wir durch hier Dings irgendwo hier lang mussten. Da gab es, glaube ich, irgendeinen besonderen Durchgang. Ah, nee, warte mal, jetzt bin ich ganz woanders. Oder? Nee. Ging denn das noch gleich? Wobei, klar, ist die PS4-Version. Ganz genau, perfekt. Die Rebirth PS5-Version, also Remake, das ist wahrscheinlich ein bisschen anders. Einfach die Musik hier, ey, Wahnsinn. Klaue Leute im Zimmer. Ich bin mir sicher, sie werden den Grundgedanken der Planetenkunde niemals verstehen. Sie können herzlich willkommen im berühmten Höhen. Muss ich hier mit dem reden? Möge der Planet auch hier über uns wachen. Achso, nee, ausruhen will ich mich nicht. Keine Sorge. Ja, wie komme ich denn da hin? Es ist so schön hier.
komme ich denn da hin? Ach lol, guck mal, da geht's ja nach oben. Wahnsinn, ich bin einfach blind. Die Musik einfach so geil, ey. Man hat ja immer Schiss, wie die neu gemachten Lieder sind, aber das ist ja mal richtig gut geworden. Ich bin in diesem wunderschönen Dorf geboren und aufgewachsen. Ich hätte ein Hüter dieses Tals werden sollen, aber stattdessen wurde ich von Shinra verschleppt. Meine Schuld ist beglichen. Nun will ich wieder meinem Dorf und seinen Leuten dienen. Ich danke euch für eure Hilfe. Von Herzen. Du wirst uns ganz schön fehlen. Ach, jetzt sag doch sowas nicht. Sonst fange ich noch an zu heulen. Wisst ihr, dieses Dorf hier zu beschützen, das ist mein Schicksal. Du kleiner Schlingel, hast uns hinters Licht geführt. Ich wollte einfach nur nicht, dass ihr mich wie einen Hund behandelt. Oh, Nanaki! Opa! Die Zunge. Wie ist das? Lebewohl? Solange wir hier sind, treffen wir ihn bestimmt nochmal. Wichtiger ist jetzt, warum wir hergekommen sind. Um etwas über den Planeten zu lernen, nicht? Und für ein paar Materia natürlich. Also ich werd... Ja, hier soll's gehen. Ich schalte ein wenig ab. Hoffe, das stört euch nicht. Und wir erkunden das Dorf. Ihr seid jetzt etwa wieder zu Reef rüber gewechselt. Also wie gesagt, ich glaube, Reef war das früher. Also dass er ihn einfach gesteuert hat, aber ich habe keine Ahnung, ob das jetzt immer noch so ist, ob das damals so war oder ich es einfach nur... Okay. Oder ich einfach nur den Eindruck hatte, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich habe halt schon irgendwie das Gefühl gehabt, dass es so ist. Naja. Also hier sind 1000 Gartenspieler, ey. Was? Hier stehen wir als Seelen in der Morgendämmerung. Ja, wir laufen Nanaki hinterher, wenn wir dürfen und können. Hüter in Spee. Aha. Aber warte mal, wo ist eigentlich Barrett? Ist der da drüben drin? Weil da war gerade so ein blaues Ding. Tatsächlich, da ist er. Viele spielen die Gefahr für den Planeten runter. Aber wenn sie die Arme in Coral oder Gongaga gesehen hätten, so wie wir, hätten sie bestimmt keine Zweifel mehr. Die Leute hier hingegen, die haben's gerafft. Die wollen den Planeten alle retten, das sieht man ihnen an. Ob wir sie für Avalanche rekrutieren können? Lol. Ich wünschte, ich wäre viel früher hierher gekommen. Ja, und sein Avalanche-Rekrutierungsprogramm, ey. Hey, weg da! Ich habe das Gefühl, wir können noch nicht hoch. Ach, du schon wieder. So trifft man sich wieder. Wie wäre es mit einem Foto, wie du zum Planeten betest? Das dauert einfach alles, macht. Dann auch noch die Aerith-Pose, ey. Einfach geklaut. Kosmos ist berühmt für die klare Sicht auf den weiten Sternenhimmel. Ich bin natürlich bestens ausgerüstet für die Nachtfotografie. Heute bleibe ich so lange wach, bis ich das perfekte Bild habe. Sag Bescheid, falls du einen schönen Ort für Fotos kennst. Für einen fruchtbaren Austausch wollen wir uns nun einander öffnen. Ach, okay. Unser Innerstes nicht länger verbergen. Ich bin mal gespannt, ob wir hier hoch können. Oh, anscheinend ja. Nice. Barrett, ohne Barrett. Oder kommt der gleich? Der kommt wahrscheinlich nach. Oh, es geht gut weit hoch, ey. Alles aus Holz. Ich will mir so einscheißen. Wenn da die ganze Zeit die Sonne drauf knallt, wo das Holz dann richtig schön kaputt geht. Auf Dauer. Außer man kümmert sich natürlich drum. Dann ist was anderes.
Guten Tag. Was ist da drin? Darf ich da rein? Hier ist der Zutritt verboten. Wir dürfen niemanden reinlassen. Ah, ich bin ein Dieb. Hier werden viele Wertsachen aufbewahrt. Ja, noch besser, ich bin Dieb. Lasst mich da rein. Ah, schau, der hat sogar auf uns gewartet. Lul. Er ist jetzt einfach despawned. Hm. Damit man ihn ja nicht überholen kann. Alter, das ist schon... Alter, schau mal, wie... Alter, wie weit oben wir sind, ey, wie geil. Das wirkt einfach so, als würde da hinter den Schluchten einfach das Spiel aufhören, so, da ist nichts. Außer überall Berge, überall einmal rum drum. Ey, es ist so geil, ey, boah. Das haben die Entwickler natürlich wieder so gemacht, ne, dass die dahinter nichts machen müssen. So ein Trick. Wenn es etwas gibt, wovor wir uns fürchten müssten, dann sicher nicht vor unseren Brüdern und Schwestern, mit denen wir zusammen auf diesem Stern leben. Da sind sie ja schon, Opa! Ho, ho, ho! Nanaki hat mir alles über euch erzählt. Ich bin Ugelhagen. Ich unterrichte hier im Tal Planetenkunde. Man könnte sagen, ich weiß ein bisschen was von der Welt. Was heißt ein bisschen? Richtig gut kennst du dich damit aus, Opa. Naja, besser vielleicht als ein Jungspund wie du. Ich bin schon 48, falls du es vergessen hast. 48? Ja. Nanakis Spezies. Wird sie alt. In Menschenjahren gerechnet ist er 15 oder 16 Jahre alt. Ich bin erwachsen. Alt genug, um dich und das Tal zu beschützen. Anders als mein feiger Vater. Oh, oh, oh. Nanaki, sag, hast du eigentlich allen im Tal schon von deiner Rückkehr berichtet? Noch nicht. Mach ich gleich. Entschuldigt das. Wollt ihr euch drinnen mal umsehen? Absolut. Oh, ich bin so gespannt, wie das da gemacht wurde mit der Planetenkunde. Das war ja damals schon geil. Aber jetzt eine neue Aufmachung. Boah, ich bin richtig gespannt. Aber ich glaube, das können wir noch nicht sofort sehen, oder? Okay, hat sich ganz schön gemacht. Die Welt da draußen kennenzulernen, hat ihm sehr gut getan, denke ich. Ho, ho, ho. Hier gibt es einiges an interessanten Geräten, was? Sie dienen alle meinen Studien der Planetenkunde. Ja. Und echt krass viele Bücher. Und was ist das? Ein Drache oder was? Hier haben wir das kristallisierte Gedächtnis unseres Planeten. Das geheimnisvolle Funkeln hat etwas ganz Besonderes, nicht wahr? Der Typ nimmt Materie in der Hand, oder was? Nur keine Sorge. Ich werde dich so lange polieren, bis du die Sterne mit deinem Glanz in den Schatten stellst. Schon geil, ey. Ich glaube, damals konnte man gefühlt nur 3 Meter laufen und sonst war nichts großartig. Aber hier muss ich ja richtig umgucken. Wo ist das? Oh! Oh, das ist sein Vater, oder? Nee. Das ist Nanaki in jungen Jahren. Kaum wieder zu erkennen, was? Nichts als Unfug hatte er damals im Kopf. Ah, cute. Oh, ich kann nicht mit Tifa interagieren. Mhm. Oh, mit Aerith nicht. Aber es geht weiter hoch. Aber mit ihm nochmal. Nanaki hat sich ganz schön gemacht. Okay. Die Welt da draußen. Sag nur dasselbe. Hat ihm sehr gut getan, denke ich. Das hier ist das Modell eines Generators. Die Windkraft wird genutzt, um neue Luftströmungen zu erzeugen. Die echten gibt's mittlerweile ja in allen Ecken der Welt.
Die echten. Ach, Hauptstory. Ich muss damit interagieren. Das ist mir gerade gar nicht aufgefallen. Gehen wir mal noch weiter hoch. Boah, ich dachte kurz, ich habe Nasenbluten. Hat sich kurz so angefühlt. Aber nee, nee, alles gut. Das Licht der Sterne, das wir hier observieren, kommt aus den Weiten des Universums und ist schon uralt. Die Sterne bedeutet vor allem. Geil. Das ist wirklich so geil gemacht. Das weltgrößte Teleskop. Kein anderes Gerät kann die Bewegung der Sterne so präzise erfassen. Eigentlich gibt es keinen schöneren Blick auf den Sternenhimmel. Nur die Linse müsste mal wieder sauber gemacht werden. Tut mir leid. Perfekt. Hey. Ist hier oben sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht. Im Universum gibt es immer etwas Neues zu entdecken. Das Universum ist wie... Das Licht der Sterne, das wir hier observieren, kommt aus den Weiten des Universums und ist schon uralt. Die Sterne zu betrachten. Ich glaube, hier war sonst auch nichts mehr, nur weiter runter, oder? Hm? Schon wieder? Was ist denn das? Eine Arme? Diese Stimme. Das ist der Schrei des Planeten. Sein trauriges Klagelied. Man hört es dieser Tage nur allzu oft. Dank diesem Sprachrohr können wir seine Stimme aus den Tiefen des Erdreichs hören. Das ist nicht die Stimme des Planeten. Das sind die Armer. Seine Wächter. Oh, du scheinst dir da ja sehr sicher zu sein. Weil wir sie selbst gesehen haben. In den Reaktoren in Gongaga und Coral. Sie sind riesig. Ohoho, das klingt in der Tat überaus interessant. Doch, es könnten auch Illusionen als Folge einer Mako-Vergiftung sein. Damit ist nicht zu spaßen. Hä? Aber... Ohoho. Verstehe. Verstehe. Es ist völlig offensichtlich, dass euch selbst die grundlegendsten Kenntnisse der Planetenkunde fehlen. Ja, ja. Doch das lässt sich ändern. Folgt mir einfach. Oh, sehen wir das doch jetzt schon. Oh, geil. Boah, da habe ich ja mega Bock drauf. Ich hoffe zumindest, dass es das ist. Das hier ist unser Planetarium. Im Shinra-Gebäude besitzen sie ein wesentlich neueres Modell. Doch das hier ist das von mir gefertigte Original. Gut, dann wollen wir mal. Lebewesen, die den Planeten bevölkern und ihre Verbindung zueinander. Das hier ist unser Planet, unser Zuhause.
Er bietet uns alles, was wir zum Leben brauchen. Auf ihm wurden wir geboren. Und eines Tages werden wir auch auf ihm sterben. Wisst ihr, was dann mit uns geschieht? Unsere Körper zerfallen und kehren zum Planeten zurück. Doch was denkt ihr, geschieht mit unserem Bewusstsein, unseren Seelen? Auch sie kehren zum Planeten zurück, genau wie unsere Körper. Einträchtig vereint, kreisen sie von nun an um den Planeten. Sie kreisen, konvergieren, divergieren und bilden das, was die Menschen als Lebensstrom kennen. Wie der Name vermuten lässt, ist der Lebensstrom die Lebensader des Planeten. Seine ganze spirituelle Energie fließt in ihm. Damit der Planet weiter bestehen kann, benötigt er genau diese spirituelle Energie. Falls sie eines Tages komplett aufgebraucht sein sollte, kennt ihr nun das Fundament der Planetenkunde? Verbrauchen wir Marco, nehmen wir dem Planeten seine Lebensgrundlage. So ist es. Wird die Energie aus dem Lebensstrom zu Marco geformt, dann kann sie nie wieder in ihn zurückkehren. Sie wird von den Maschinen verschlungen und verschwindet einfach. Sind Sie sich da ganz sicher? Könnte es nicht sein, dass sie in den Lebensstrom zurückkehrt und dort eine vollkommen andere Gestalt annimmt? Was meinen Sie? Interessant. Ja, eine neue Theorie. Vielleicht wäre es gut, wenn du an unserem Seminar teilnimmst. Sie haben gerufen? Seid so gut. Führ die junge Dame doch bitte zu unserem Seminar. Hier entlang, bitte. Gut. Mich auch. Und ich nicht, oder was? Will auch. Um es zusammenzufassen, verschwindet das Leben auf dem Planeten, verschwindet auch der Planet. Wie können wir das verhindern? Sollten wir die spirituelle Energie stärken? Woher soll ich das wissen? Verzeih. Doch ich habe das Gefühl, dass mein Wissen erschöpft ist. Diese Situation ist neu für mich. Früher hatten die Menschen keinen so großen Einfluss auf den Planeten. Menschen ändern sich und der Planet ebenso. Auch die Wissenschaft muss es tun. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Dass ich nie alles über den Planeten wissen werde, macht mich traurig. Das ist wirklich sehr traurig. Vor allem, wenn man sein ganzes Leben da damit quasi ja hingibt. Da, wo muss denn überhaupt hin? Cool. Wo soll das sein? Ich glaube, wenn ich hier hinlaufe, laufe ich komplett falsch.
Geht's denn dahin? Soll ich wieder nach oben? War oben irgendwie ein Weg, den ich nicht gesehen habe? Ich hab so keine Ahnung. Die sind einfach ohne mich gegangen. Das Licht der Sterne, das wir hier observieren, kommt aus dem Recht. Einfach ohne mich abgedüst. Jemand, der einen Orientierungssinn hat wie Zorro aus One Piece. Das ist ja scheiße. Was sind die denn? Oder... Warte mal, wo... Hier bin ich bei ihm. Aber die sind ja da rausgegangen. Also muss ich irgendwie... Hä, muss ich komplett raus? Scheiße, Mann. Alter, ich komme hier nicht klar. Okay, ich glaube, von hier aus komme ich da nicht hin. Vielen Dank, dass ihr euch so gut um Nanaki gekümmert habt. Meister Bugenhagen hat mir mitgeteilt, dass ihr alles mitnehmen könnt, was ihr auf eurer Reise braucht. Schaut euch doch gerne einmal in Ruhe um. Oh. Abschiedsgeschenk. Ah, darf ich jetzt etwa in die Schatzkammer rein, oder was? Geil. Ah ja, geil. Dinge, die ich nicht mehr tragen kann. Geil, voll. Was haben wir denn da drin? Mogri-Medaille, 5 Stück. Oha, jetzt ziehen wir denen ja auch noch das Geld aus der Tasche. Brutal, ey. Hammer, wie weit geht's denn da runter? Wie viel kriegt man hier? Kosmotit. Okay, gut, da kann man nicht hoch, habe ich mir irgendwie schon gedacht. Alter, was zur Hölle, Mann? Das ist da sein Vater? Irgendwo muss doch sein Vater sein. Oh, da ist eine Waffenkiste. Bin mal gespannt, für wen. Was ist da drin? Kristallmegafon. Okay, für KZ haben wir eine neue Waffe. Und hier geht's wohl wieder raus. Aber will ich da raus? Ist halt so eine andere Frage. Anscheinend will ich da nicht raus. Dann gehe ich hier wieder hoch. Wahrscheinlich einfacher, wieder hochzukommen, wenn ich hier lang laufe, oder? Weiß ich nicht. Aber ja, war doch einfach. Aber wo sind die anderen? Wenn es etwas gibt, wovor wir uns fürchten müssen, dann ich weiß es nicht. Und hier, Duach. Ja gut, ich muss dann einfach mal beim nächsten Mal gucken, wo ich hin muss. Der Pfeil zeigt auf jeden Fall nach unten. Wir müssen anscheinend doch wieder runter. Aber dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und morgen geht's dann fett weiter in der Story. Vielen Dank. Tschüssi, euer Guantanamo.